Leute und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. 3D-Drucken schön und gut. Aber was kann aus meinem Druck herausgeholt werden, wenn ich ihn nacharbeite? Welche Methode ist die beste und welche erzielt das beste Ergebnis? Das möchte ich euch heute in diesem Video zeigen. Ich teile das Ganze in grobe, gleichmäßige bzw. flache und feine bzw. detailreiche Modelle auf. Zu jeder Kategorie zeige ich euch verschiedene Methoden und deren Ergebnisse. In der Infobox habe ich euch die Methoden mit den dazugehörigen Zeitraffern notiert, damit ihr eine schnelle Antwort auf eure Situation bekommt. Welche Einstellungen ich bei den Modellen genommen habe, blende ich euch immer ein, aber wie ihr wisst, desto feiner die Schicht, desto feiner auch das Modell. Ach ja, übrigens, alle Modelle habe ich mit Redline-Filament gedruckt, das ihr bei uns im Online-Shop findet. Schaut doch mal in den Shop vorbei. Und alle Materialien bzw. alle Utensilien, die ich verwendet habe, habe ich euch natürlich wie immer auch unten in der Infobox verlinkt. Aber jetzt reicht's erstmal mit dem Erklären. Lasst uns beginnen. Viel Spaß beim Zuschauen! Um euch wirklich sehr gut zeigen zu können, was welche Methode bringt, haben wir uns auf die Suche nach einem Profimikroskop gemacht. Der große Werkzeughersteller Güring hat uns da unterstützt und uns sein Alicona-Mikroskop für dieses Video zur Verfügung gestellt. Hier seht ihr die Oberfläche von einem 3D-gedruckten Teil mit einer Schichthöhe von 0,25 mm ohne Grundierung. Ich werde euch bei jeder Methode Mikroskopbilder zeigen. Hier das Mikroskopbild von einem 3D-Druckteil ohne Nacharbeit, damit ihr schon mal auf dem Schirm habt, wie blanke 3D-Druckoberflächen aussehen bzw. wie sehr die Rillen ausgeprägt sind. Hier zeige ich euch, wie 3D-Druckteile aussehen, wenn man keine speziellen Grundierungen oder ähnliches verwendet. Einfach nur drucken und lackieren. Ich habe das Modell nur an der Stelle, wo die Stützstruktur war, etwas geschliffen. Anschließend habe ich zweimal mit dem goldenen Acryllack lackiert. Und so sieht es nun aus. Man kann sehen, dass die Rillen mit dem Lack nicht ganz überdeckt sind. Hier seht ihr die Oberfläche von einem 3D-gedruckten Teil mit einer Schichthöhe von 0,25 mm mit Primer. Der Primer dient, dass der Lack besser haftet, nicht unbedingt um Lücken zu füllen. Dieses Modell habe ich komplett abgeschliffen. Zum Schleifen habe ich teils den Dremel und teils einen Schleifschaum verwendet, wobei ich zuerst mit einer 320er Körnung und dann einer 600er Körnung geschliffen habe. Danach habe ich das Modell mit dem Primer einmal eingesprüht und durchtrocknen lassen, am besten über Nacht, und ebenfalls zweimal mit dem goldenen Acryllack lackiert. Und so sieht das Ergebnis aus. Hier kann man sehen, dass die Rillen ganz leicht überdeckt sind. Und hier seht ihr die Oberfläche von einem 3D-gedruckten Teil mit einer Schichthöhe auch von 0,25 mm und mit dem Spritzspachtel besprüht. Laut Hersteller soll die Spritzspachtel kleine Rillen, Löcher und Unebenheiten ausgleichen. Also habe ich diese Modelle abgeschliffen. Ebenfalls erst 320er Körnung und dann 600er Körnung mit dem Schleifschwamm und auch einen Teil mit dem Dremel bearbeitet. Danach eine Schicht mit der Spritzspachtel eingesprüht. Als diese getrocknet war, habe ich die Modelle abwechselnd abgeschliffen und mit der Spritzspachtel eingesprüht. Diesen Durchgang habe ich dreimal wiederholt. Diese ganze Schleifprozedur dauert etwas, je nachdem, wie glatt man sein Ergebnis haben möchte. Also Leute, beim Schleifen nicht sparen. Als ich mit der Oberfläche zufrieden war, habe ich diese mit dem Primer nochmals grundiert, damit der Lack eine gute Haftung hat. Denn laut Hersteller benötigt die Spritzspachtel für so eine Lackierung eine Grundierung. Als alles getrocknet war, habe ich die Teile dreimal mit einem roten Acryllack lackiert. Ich finde, man kann die Rillen nicht mehr sehen und erkennt auch nicht, dass das Modell aus dem 3D-Drucker stammt. Die Arbeit hat sich also echt gelohnt. Und zum Schluss zeige ich euch nochmal die Oberfläche von einem 3D-gedruckten Teil, auch mit der Schichthöhe 0,25 mm und mit einem Filler besprüht. Laut Hersteller soll der Filler kleine Rillen füllen und dem Untergrund Haftung für das Bemalen lackieren bieten. Also quasi der Spritzspachtel und der Primer in einer Dose. Diese Modelle habe ich zuerst
Wie ihr euch schon denken könnt, abgeschliffen. Wieder abwechselnd Schleife und Filler drauf. Dies habe ich insgesamt auch in 3 Durchgängen gemacht. Zum Schluss habe ich nochmal eine Schicht Filler als Grundierung für das Lackieren aufgetragen. Über Nacht trocknen lassen and that's it. Danach habe ich diese Modelle ebenfalls mit rotem Acryllack lackiert. Auch hier kann man keine Rillen mehr erkennen. Das Modell ist ebenmäßig und wenn ich es nicht besser wissen würde, würde ich nicht denken, dass es aus dem 3D-Drucker kommt. Vorab, um die Oberfläche von dem Modell schön zu bekommen, müsst ihr natürlich oder solltet ihr natürlich die Stützstruktur auf die Innenseite des Helms anlegen und sie enger und feiner beieinander anlegen. Ich habe mit Absicht das Modell so gedruckt, um schwierige Bedingungen für die Kunststoffspachtelmasse zu schaffen. Die Stützstruktur habe ich absichtlich 1,5 Zehntel weiter als sonst vom Modell entfernt, damit die Layer etwas mehr durchhängen und das Modell gar nicht die Chance hat, schön zu werden. Und euch zu zeigen, was passiert oder was ihr tun könnt, wenn euch mal das passieren sollte und wie das Modell noch zu retten ist. Zuerst habe ich das Modell so gut es geht mit dem Dremel geschliffen. Und ja, ich weiß, das PLA schmilzt durch die Hitze, die beim Dremelschleifen entsteht. Da ich aber eine glatte Oberfläche wollte, hat mich das nicht gestört. Man muss etwas feinfühlig damit umgehen, damit man nicht das halbe Modell wegschmelzt. Aber sonst hat es prima funktioniert. Danach habe ich das Modell auch wieder mit dem Schleifschaum 320er Körnung abgeschliffen. Um große Rillen zu füllen, habe ich Kunststoffspachtelmasse zum Füllen verwendet. Die Masse fühlt sich wie echte Spachtelmasse an und lässt sich gut verteilen und trocknet auch ziemlich schnell. Leider stinkt sie etwas chemisch, also Fenster auf. Danach habe ich das Modell dreimal abwechselnd mit Filler besprüht und mit der 600er Körnung und dem Schleifschwamm abgeschliffen. Der letzte Fillersprühgang ist auch wieder gleichzeitig die Grundierung für meine anschließende Lackierung gewesen. Dabei habe ich alles über Nacht trocknen lassen und erst am nächsten Tag dreimal mit rotem Lack besprüht. Hier und da gibt es noch ein paar kleine Unebenheiten, aber die großen Rillen sind nicht mehr zu sehen. An sich ist die Oberfläche glatt. Sie könnte etwas gleichmäßiger sein, man hätte auch noch etwas länger, eventuell intensiver schleifen können. Aber da auf der Oberfläche auch Epoxidharz aufgetragen wird, empfand ich das nicht als nötig. Und nun das Sahnehäubchen. Wie ihr bestimmt schon erkannt habt, zeige ich euch nun den zusammengebauten Ironman-Helm. Ich habe die einzelnen Teile mit Kraftkleber zusammengeklebt und dann habe ich eine Schicht Epoxidharz drauf. Leider ist irgendetwas schiefgegangen beim Auftragen des Epoxidharzes. Ich habe wohl irgendwas falsch gemacht. Ich vermute, dass es der Untergrund, also der Acryllack war, warum das Harz solche Wellen geworfen hat. Man muss sich einfach eingestehen, wenn man mal einen Fehler gemacht hat. Ja, ich habe geheult, aber es ist, wie es ist und Fehler sind da, um daraus zu lernen. Also Leute, mein Rat an euch, macht am besten vorher eine Testprobe. Ich weiß, es steht überall drauf. Es steht bei den Putzmitteln, bei den Reinigungsmitteln, bei den Haarfarben. Und ich weiß, es macht keiner, ich mach's auch nicht. Aber wenn du so viel Vorarbeit machst, mach lieber eine Testprobe, weil du ärgerst dich. Ich habe mich wirklich extrem geärgert, weil ich dachte, das wird richtig geil und jetzt hat es solche Wellen geworfen. Es ist okay, man kann damit leben, aber es ist nicht das, was ich wollte. That's it. Ein Fehler ist ein Fehler. Das nächste Mal wissen wir es besser. Macht ihn nicht auch. Dennoch habe ich ein Modell nochmal mit Epoxidharz bemalt, was keinen Acryllack als Untergrund hatte. Und da hat es einwandfrei funktioniert. So Leute, jetzt kommen wir zu den feinen Modellen. Also. Alle Methoden, die ich an den feinen Modellen anwende, können wir natürlich auch an den groben Modellen anwenden. Logisch. Ich habe 3 gleiche Modelle gedruckt, einfach zum Vergleich für euch, und ich habe sie in Schichthöhe 0,05 gedruckt. Denn wie ihr wisst, desto feiner die Schicht, desto feiner auch das Modell. Die 3 Modelle habe ich gleichmäßig vorbehandelt. Ich habe bei allen 3 die Stützstruktur entfernt, am Boden Kunststoffspachtelmasse verwendet, da mir beim Entfernen der Stützstruktur Löcher in den Boden gekommen sind und die musste ich dann einfach drüber spachteln, da ich bei der obersten Schicht nur 4 genommen habe
Und bei 0,05 ist es natürlich relativ dünn und dann beim Entfernen habe ich halt, ja, war ich ein bisschen grob. Also, wenn ihr da auch so grobiane seid wie ich, nehmt mehr Schicht, dann passiert doch nichts. Wobei ich sagen muss, die Kunststoffspachtelmasse auf so kleine, feine Ecken und so, die da reinzukriegen, es funktioniert schon, aber es ist ein bisschen ein Gefummel. Die harte Arbeit lohnt sich. Genau. Und dann habe ich die drei Grazien mit dem Dremel geschliffen. Aber Leute, Obacht! Achtet auf die Drehzahl, macht die so niedrig es geht und ja, nicht so lange draufbleiben, sonst schmilzt oder schmelzt euer Modell weg. Als ich dann die Vorarbeit geleistet habe, habe ich drei verschiedene Grundierungen aufgetragen, für jede Püppi eine Grundierung und die zeige ich euch jetzt. Püppi Nummer 1 habe ich mit Primer besprüht, durchtrocknen lassen und mit Revell und Acryllack bemalt. Püppi Nummer 2 habe ich mit Filler besprüht. Nach der Trocknung musste ich feststellen, dass man durch den Filler noch einige Unebenheiten gesehen hat. Deshalb habe ich Püppi Nummer 2 nochmal gedremelt. Anschließend nochmal den Filler drauf und nach der Trocknung mit Airbrush bemalt. Die Feinheiten habe ich mit dem Pinselchen und der Airbrush angemalt. Und nun zu Püppi Nummer 3. Hier habe ich als Grundierung einen Airbrush Primer verwendet. Diesen habe ich aufgetragen und er war auch sehr schnell trocken, ca. 20 Minuten. Danach habe ich diese Püppi auch mit der Airbrush bemalt und die feinen Details ebenfalls mit dem Pinsel und den Airbrush Farben angemalt. Fazit zu den feinen Modellen. Also, die drei Methoden sind alle ziemlich geil und das Ergebnis ist auch ziemlich geil. Klar, die Schichthöhe war auch ziemlich geil, war einfach alles geil. Also, je nachdem, was euch mehr Spaß macht oder auf was ihr mehr Lust habt, könnt ihr eine dieser drei Methoden verwenden. Das ist dann quasi euch überlassen und auch Geschmackssache. Ich persönlich fand die Methode mit dem Filler am besten, weil man einfach nach dem Filler nochmal gesehen hat, wenn was nicht so geil war, dann konnte man es nochmal nachbehandeln. Und Airbrush bemalen fand ich auch mega geil. Ich stehe eher so auf das Realistische. Ich mag das, wenn das matt ist und irgendwie real aussieht und nicht so glänzt und so, dann ist das für mich irgendwie mal so plastisch. Das mag ich nicht so, deswegen fand ich die Airbrush am geilsten. Wobei ich sagen muss, ich habe die Airbrush auch zum ersten Mal in diesem Video verwendet. Ich bin kein Profi, ich habe bestimmt auch ein paar Sachen nicht so gemacht, die man machen soll. Aber es hat richtig Bock gemacht und die Farbe ist einfach richtig geil und gleichmäßig gewesen. Klar, kleine und feine Details funktionieren nicht so gut, aber Übung macht den Meister und that's it. Und nun kommen wir zu meiner letzten Methode, und zwar ABS und Aceton. Zuerst muss man ein Modell aus ABS drucken. Warum? Also, im Allgemeinen ist PLA etwas härter und spröder als ABS, verbunden mit einer höheren Oberflächenhärte. ABS ist weicher, leichter plastisch verformbar und besser nachbearbeitbar.
ABS hält zwar mechanisch mehr als PLA aus, aber ist chemisch nicht so resistent wie PLA. Deshalb schmilzt ABS, wenn man es zum Beispiel mit Aceton bedampft. Ich habe die Eule aus ABS gedruckt. Danach habe ich den Drucker rausgestellt, da der Acetondampf sehr reizend, ätzend und alles, was pfui ist, ist. Und außerdem ist Acetondampf hochexplosiv, also Achtung. Also, ihr solltet definitiv einen gescheiten Mund-Nasen-Augenschutz tragen. Dann braucht ihr einen Topf, am besten mit einem Glasdeckel, damit ihr in den Topf reingucken könnt. Ihr braucht auch noch ein kleines Gitter oder, was ich verwendet habe, Alufolie, worauf ihr das Modell stellen könnt und es herausnehmen könnt. Dieses muss auch Aceton natürlich aushalten. Ihr stellt auf eurem Druckbett die Temperatur von ca. 65 bis 70 Grad ein, wobei der Siedepunkt von Aceton bei 56 Grad liegt. Wenn der Topf auf der Druckplatte und das Aceton im Topf ist, kann man nach kurzer Zeit erkennen, dass der Topfrand anfängt sich zu beschlagen. Dann kannst du dein Modell hineinstellen und den Deckel drauf tun. Man muss etwas probieren, bis man den richtigen Zeitpunkt zum Herausnehmen hat. Nicht so wie bei mir und meinem ersten Versuch, wo die Eule zu lang drin war und ins Aceton gefallen ist und dann sieht das Ganze so aus. Bei diesem Modell hat es funktioniert. Die Oberfläche ist mega geil glatt. Die Feinheiten an manchen Stellen sind etwas weg. Das liegt daran, dass es zu lange drin war. Aber ansonsten mega nice. Glaubt man nicht, dass das Layer by Layer gedruckt wurde. So, meine lieben 3D-Druckfreunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und für euch war etwas dabei. Alles, was ich heute in diesem Video verwendet habe, habe ich euch natürlich unten in der Infobox verlinkt und die Modelle, die ich verwendet habe, habe ich euch natürlich auch unten in der Infobox verlinkt. Und wenn ihr noch andere Ideen habt oder was hinzufügen möchtet, dann schreibt doch unten in die Kommentare, damit wir es mit allen teilen können. Und wie immer freuen wir uns sehr auf ein Däumchen nach oben und wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann lass doch ein Abo da und vergesst natürlich nicht, die Glocke zu aktivieren, damit du auch nichts von diesem Kanal verpasst. Denn es stehen ein paar sehr, sehr geile Projekte vor der Tür und ich weiß, die wollt ihr sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bleibt dran, jetzt kommen noch die Outtakes. Tschüss! Und wenn du noch nicht Mitglied von diesem Kanal sein solltest, dann abonnier doch diesen Kanal und lass... Nee, das stimmt nicht, was ich sagen wollte. Und wie immer... Was macht der Andi da für Geräusche? Und wie immer freuen wir uns auf ein Däumchen nach oben. Und wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann lass doch ein Abo da und vergesst natürlich nicht die Glocke zu abonnieren. Ich krieg das nie hin. Das geht niemals in meinen Kopf, dieser Satz. Wie so eine Hawaii-Koko. Cool auch raus. Koko, Koko. Ich krieg dich schon. Aufregend, wie ich immer so zu filmen. Du kennst bestimmt dabei. Ich kenn dich. Alles sauer. In Helmet. In Helmet? Helmet. Also, du findest mich im asozialsten Outfit ever, oder? Schaut doch gut aus. Nein. Schaut gut aus. Ja. Muschifarbene Hose. Oder willst du weiter mein Gesicht filmen? Ich will weiter dein Gesicht filmen. Nein. Also. Putz mal das mal an, Herrin. Sonst wird das nie was. Fühlst du dich beobachtet? Ein bisschen, ja.